Wege. Und zwar führt uns der eine nämlich in einen Geheimgang, wie ich es gerade schon sagte. Und der andere führt uns eigentlich den richtigen Weg entlang. War das schon hier? Nee, das war hier noch nicht tatsächlich. Dabei dachte ich, dass hier eigentlich der geheime Weg wäre, aber naja, egal. Nee, stopp, natürlich. Hier ist der geheime Weg. Oder war das hier? Nein, da, der Schalter bringt... Ach, Mann! Der Schalter macht es möglich. Mensch, Prinz! Sonny war... Ja, natürlich hätte man das alles jetzt in Zeitlupe machen sollen. Also nochmal. Hoch. Hoch. Zack, zack, zack. Zeitlupe. Runter. Runter. Springen. Und ja, genau, Prinz zuschlagen. Und Zeitlupe aus. So. Da, 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 lange Gänge, dam, da, da, lange Gänge und ein Geheimgang. Wo führest uns du hin? In welche Art von Fallen werden es diesmal sein? Okay. Zack. Ah, ja, genau, Prinz. So, aber diesmal nicht genau reinlaufen. Warum diesmal? Ich stand so per... Uncool! Uncool! Ach, Manno! It's not my day today! Gut, dass wir einfach mal rauskatapultiert werden und es neu versuchen können. So. Somit sterben wir nicht, aber wir verlieren natürlich alle unsere Sandbehälter und müssen jetzt im nächsten Versuch komplett ohne versuchen. Springen. Nein, Prinz! Wir haben auch keine Möglichkeit jetzt unser... Doch, haben wir. Mist. Na egal, dann halt beim nächsten Mal, wenn wir wieder verkacken. So, rüber hier. Rüber. Ah, weg. So. Verschwinde. Tauch wieder auf. Danke. Und rüber. Sehr schön. Es wäre natürlich dämlich, die andere Seite zu nehmen. Aber wir haben es geschafft. Jetzt fehlt uns nur noch eine Sandkammer. Eine Wasserkammer. Wo wir wirklich das letzte bisschen Leben kriegen. Und die ist kurz vorm Bossgegner. Am Turm. Das heißt, bis die jetzt kommt, haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen Zeit. Gib mir Sand. Danke. So, gut. Ich glaube, ich habe damit der Alexa wieder viel, viel Zeit gegeben, dadurch, dass ich hier wieder volle Scheiße am Bauen war. Na, egal. Ich mach das Ding hier eh. So. Jetzt geht's weiter. So, Fahrer, du wartest sicherlich immer noch im Fahrstuhl. Mich hätte es gewundert, wenn du weiter nach oben gefahren wärst, schon mal ohne mich. So, da müssen wir hin. Dann mal los. So. Es wäre gelacht, wenn der Prinz das nicht könnte. Jetzt geht's hier hoch zu den Wachen. Die uns glücklicherweise nicht gesehen haben. Das verschafft uns einen kleinen Vorteil. Die haben wohl nicht mitgekriegt, dass wir den Fahrstuhl am Betätigen sind und somit konnten sie uns natürlich auch nicht sehen. So. Dran. Danke.
Auch das kann schief gehen, wenn man den falschen Winkel trifft, kann man da auch wieder ganz schnell abrutschen. Ist mir auch schon oft passiert, weil ich einfach nur dämlich bin. Oh, der hat mich gesehen. Na egal. Nein, nicht eine von euch. Ich mag euch nicht. Ich mach dich tot in Zeitlupe. Wie war das? Bams. Ah, oh, es funktioniert gut. Da lacht er einfach nur. Eine Unterhaltung zwischen Fahrer und dem Prinzen. Wie hört sich das wohl an? Was ist eure Lieblingsfarbe? Farbe? Soll ich die Frage wiederholen? Blau. Blau? Die Farbe mag ich gar nicht. Wohin führt uns die Frage? Muss jedes Gespräch, das wir führen, ernst sein? Ich weiß so wenig von euch. Ah, verstehe. Nun denn, was ist eure Lieblingsspeise? Granatapfelmus. Ich mag keine Granatäpfel. Was stimmt nicht mit euch? Sie sind klebrig. Man kann sie nicht mit Würde essen. Viel Arbeit für wenig Kerne. Aber ist es nicht gerade die Mühe, die sie umso süßer macht? Ich glaube, mir wird schlecht. Oh, armer Prinz. Was ist das für ein Ort? Es ist das Herz der hängenden Gärten. Dies hier ist das Räderwerk, das sie am Leben erhält und alles reguliert. Prinz, pass auf! Hallo. Ich habe neue Mächte entdeckt an mir. Wow, das verhilft mir. Gut, dass ich das gesehen habe. Ich hoffe mal, Alexa guckt sich nicht meine Videos an. Sie könnte dasselbe herausfinden. Hallo, danke. Ja, ich wusste natürlich vorher schon, dass wir diese Macht haben. Ich setze sie halt nur so ungern ein, weil... naja, sie sind halt so leicht dann. Dann ist das ganze Spiel nicht mehr so schwer. Weil man die Gegner dann so auf leichteste Art und Weise abmuxen kann. Nein! Oh, Prinz, blöd. So, das meine ich. Den haben wir jetzt nicht getroffen, weil wir im falschen Winkel abgesprungen sind. Und... ach, Mann! So. Hoch hier. Hoch hier. Danke, Prinz. Zweitwaffen brauchen wir jetzt mal keine. Ach so, ja. Danke. Danke, liebe Kuh-Taste. Danke, dass du mir den Weg jedes Mal zeigst. Warten. 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 Und lossprinten. So, ich glaube, der bleibt. Zack. Und dann geht es hier weiter. Jetzt haben wir hier... müssen wir jetzt erstmal wieder warten, weil die bewegen sich auch. Oder? Ne, anscheinend bewegen die sich nicht. Gut, dann können wir ja los. Und Prinz, hoch da. Hallo? Der Prinz, er will nicht hoch. Da müssen wir es halt so machen. So. Ich glaube, wir haben nachts, ne? Wir müssten gerade mitten in der Nacht haben, so viel ich da jetzt noch gesehen habe gerade, weil wir sind in den hängenden Gärten. Hängenden Gärten von Babylon. Warten und loslaufen. Und hier ist ein Bronen. Den können wir natürlich wieder zum Trinken benutzen. Und ich glaube, wir müssten gleich zum nächsten Rätsel kommen. Wieder eins der Rätsel, wo ich immer so lange brauche. Ich hasse diese Rätsel. Wir haben es fast geschafft. Bald wird alles besser. Ja. Er scheint mir zu erfreut über das, was uns erwartet. Nein, Prinz. Doch du hast dein Ziel vergessen. Dass du meine Freude nicht teilst, zeigt dies deutlich. Ja, es liegt einfach daran, dass der Prinz andere Ziele jetzt hat, mein Freund. Ich
Ist auch voll unauffällig, dass das da runtergeht und es kriegt einfach mal keine Wache mit. Kann ich sie töten? Diese Wache schaut. Wie lange schaut sie denn? Ja, egal ob sie jetzt weiterhin schaut. Natürlich guckt sie. Naja, dann müssen wir es halt auf die schnelle Art und Weise machen. So, da hinten ist wieder ein Beamer. Der ist diesmal sogar wichtig, damit es weitergeht, weil sonst aktivieren sich die Plattformen nicht. So wie diese zum Beispiel, die ja so ganz langsam rausgefahren kommt. Prinz, die rennt die Zeit gerade davon. Und tschüss. Und ganz schnell. So, zack. Jetzt geht's hier hoch, es geht hier hoch, es geht hier hoch, da 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 da, wir sind ein Stangenkletterer. Da bewunder du mal die Gärten weiter, ich werde derweil ein paar Gegner töten. Wie ist er, euer Vater? Ein gütiger Mann. Nein, ein großer Mann. Stark, treu, sanft, barmherzig. Was ist? Wie soll ich sagen? Wir sind im Zorn auseinandergegangen. Es ist einige Jahre her. Ich war jung und stolz, aber auch voller Furcht. Er wollte mir zuhören, aber ich fand nicht die Worte, wollte sie nicht finden. Ich hoffe nur, ihn wiederzusehen, um ihm zu sagen, dass es mir leid tut. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Inmitten solchen Trübsals sollten wir uns nicht selbst aufgeben. Kehren wir also ins Heute zurück. Von hier aus kann ich euch nicht erreichen. Ich kann noch eine Klappe schließen. Treffen wir uns vorne. So. Dann mal hier runter jetzt. Es gilt zwei Gegner und die könnten wir beide mit einem, ne, drei Gegner sehe ich. So. Nein, das war uncool. Nein. Der ist tot. Der ist auch tot. Dass ich den nicht zu zweit gemacht habe, liegt einfach daran, dass der nicht so wichtig ist, weil den können wir auch so killen. Er kann nämlich das Portal nicht aktivieren. Im Gegensatz zu den anderen beiden. Die können das. Also müsste der halt ein bisschen warten. Ihr habt. Wie viel Kredite gekriegt? Die Macht des Sandsturms erlangt. Ich kann immer noch nicht zu euch gelangen. Ihr könnt den Thronsaal jedoch von eurem Standort aus erreichen. Ich kann durch das Gewächshaus gehen. Dann finden wir uns bestimmt am selben Ort wieder. Seid vorsichtig, Prinz. Genau, seid vorsichtig, Prinz. Prinz, seid vorsichtig. So, und jetzt geht's weiter. Zack.